Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Dies ist Match Nummer 3 des Best of 5 zwischen dem lilanen Terraner Liquid TO, der links oben gespawnt ist, und dem roten Zerg-Spieler AAA Nurture, der Mitte unten gespawnt ist. Mitte oben gegen Mitte unten. Wir haben auf Metalopolis Cross Position, also die längstmögliche Distanz für beide Spieler. Und diese Karte ist also Karte Nummer 3. Es steht 1:1 zwischen beiden Spielern. Und Nurture hat sich auf der Karte Shagwrath Plateau nicht tricksen lassen mit den Banshees von TO. Hat da wirklich dreist gespielt, hat mit den Roaches gut Schaden gemacht, kam noch rein, hat es geschafft, den Warlock kaputt zu machen und hat dann dementsprechend das Match auch für sich entschieden. Die erste Karte hatte TLO durch gutes Harassment mit Tanks und Hellions für sich entscheiden können. Und diese Hellions waren sehr markant in beiden Matchups. Er hat sie jedem Match bisher genutzt und die waren auch scheinbar so eine Key-Unit für ihn. Jedes Mal haben sie geschafft, auf jeden Fall den Gegner erstmal zurückzudrängen und auch ein bisschen zurückzuweisen, damit er nicht zu viel sich jetzt hier in seinem Spielverlauf da drängt. Jetzt sieht man gerade hier, Nurture ist dabei, 14 Supply, sammelt jetzt hier weiterhin fleißig mit rein, dann 150 hat er bereits. Und das könnte auf jeden Fall der Punkt werden, könnte auf jeden Fall dann gleich jetzt hier wie immer mal die Drone setzen. Da kommt die Drone zum Scouten und eine zweite, wofür sonst als eine Early Expansion. Und gerade hier sehen wir, what the hell, TLO spielt die Marker Rex. Ihr habt ja bereits das Cheese-Video von mir gesehen, wo die Marker Rex gegen Hook gespielt wurden, von eben... ja, Marker Prime, er ist ja der Typ, der Marker Rex erfunden hat im Grunde für StarCraft 2. Und wenn der Nurture die jetzt nicht scoutet, könnte das ganz schön übel für ihn werden. Und da kommt gerade die Drone rein in die Mainbase von TLO. Und da wird er gleich sehen, was Phase ist. Und er sieht es hier keine einzelne Barracks. Er sieht keine Barracks, er sieht was Phase, er sieht es hier die Mainbase und merkt jetzt, okay, irgendwas ist hier falsch. Und er merkt es und er schickt sofort hier zwei Drones auf den Weg. Und er weiß genau, was Phase ist. Hier oben ist nochmal der SCV von TLO. Oh, da kommen die Drones an, da kommt der SCV entgegen. Da weiß er ungefähr, was Phase ist. Da muss er jetzt aufpassen. Die Rex sind fertig. Und da sieht er sie. Zwei Rex am Start. Spawning Pool bei knappen 50%. Oh, das ist auf jeden Fall jetzt hier Worst Case für den Spieler Nurture. Da muss er wirklich jetzt aufpassen. Also er darf jetzt hier nicht zu sehr davon ins Boxhorn jagen lassen. Braucht unbedingt Verteidigung. Pullt sofort Jones von der Line. Und versucht auf jeden Fall offensiv dagegen zu gehen. Schickt sofort in den Spawning Pool, baut einzelne Zerglinge jetzt hier nach. Hat nochmal 6 in Auftrag gegeben, die 6 Zerglinge kommen. Da kriegen die Drones einen guten Strong auf den Marine hin. Klasse gemacht hier. Nochmal schöner Schaden hier gemacht auf jeden Fall. Die beiden Marines sind dabei. Jetzt kommt, oh, die Drones sterben. Neue jetzt hier SCVs versus Drones. Aber da zieht sich erstmal jetzt hier TLO zurück. Versucht es hier zu rennen, was möglich ist. Da geht der Marine drauf. Ein Marine noch da. Der hier aber auch schon schwer angeschlagen. 20 HP für ihn noch. Die SCVs leben auch noch. Weitere Zerglinge strömen rein. 6 Zerglinge sind dabei. Und jetzt muss TLO hier das Weite suchen. Und da merkt ihr auch jetzt hier, es wird langsam hässlich. Und da zieht er nochmal die Marine raus, noch ein Marine down und der wird auch nochmal schwer hier angepaukt. Die SCVs alle hier unter schwerer Bedrängnis und gerade jetzt hier baut weiterhin hier die Marines hier, will hier nicht aufgeben, will die Marker Rex jetzt nicht hier ins Leere laufen lassen und wir haben jetzt hier auf jeden Fall die Linge, die könnten jetzt hier reinlaufen. Das sind einfach mal 6 Linge, die in die Mainbase kommen, da vorne kommen die Barracks, kein Wall auf jetzt gerade geschafft mit TLO. Oh, das wird hässlich. Und da muss TLO auch nochmal Worker von der Line pullen. Das wird richtig hässlich gerade jetzt hier für ihn. Und hier vorne arbeiten die Zerglinge gegen die Marines. Ein Zerglinger gerade überlebt, beide puppen weiter hier Marines. Er hat noch viele jetzt hier aufgeleint. Hier oben, die Zerglinge sind alle kaputt gegangen. Also jetzt hier gucken wir mal, Units Lost Tap hier. Workers killed 3:4, auf jeden Fall Nerds noch hinten dran. Aber wie gesagt, beide ungefähr gleich auf. Jetzt kommen neu die Zerglinge hier rein, er baut weitere Marines hier, TLO dabei, wahnsinnig zu spielen hier, er versucht ein bisschen mit Michael hier ohne Frage gegen die Zerglinge anzukommen, aber keine Chance hier. Und dann neu bauen jetzt hier die Zerglinge jetzt, ein Marine kommt gerade jetzt hier raus, weitere Marines hier im Auftrag, 4 weitere strömen herbei, Nurture dabei bestrebt erstmal in Ruhe seine Eco-Line aufzupushen, hat auch gerade hier die Queen im Auftrag, hier kommt gerade auch direkt jetzt hier die Queen, hat es hier 3 Marines, 3 Zerglinge und er weiß genau, langsam aber sicher hat er jetzt hier auf jeden Fall die Vorhand, hat auf jeden Fall hier das Spiel gewonnen, also nicht das Game, aber er hat erstmal den Marker abgewehrt und das ist klasse gemacht von ihm, neue Zerglinge kommen jetzt hier. Gerade jetzt TLO gezwungen, auch direkt jetzt hier auf Early Expansion zu spielen. Er hat keine andere Wahl, muss versuchen, diese riesige Lücke, die eben jetzt hier die Marker Rex in seinen Income gerissen haben, auch wieder zu füllen. 300 Minerals mehr verloren. Dabei sind immer noch 300 Minerals gerade hier positioniert. Die könnt ihr auch noch verlieren.
Also ganz schön übel jetzt hier für ihn. Verliert noch eine Marine, nimmt, hebt beide einzelnen Barracks hoch und schlägt die angeschlagene direkt mal in die Mainbase, um zu scouten, was jetzt sein Kontrahent gerade jetzt hier produziert. Und dieser macht den, die Standard-Build-Order für ihn, hat auf jeden Fall gerade hier nochmal einen Spine-Crawler gesetzt, Double Queen am Start, kann auf jeden Fall im Income jetzt hier grob davonziehen, hat einfach mal 7 Harvester mehr, ist wesentlich besser gerade dabei als sein Gegner. Und jetzt kommt die Queen an, wird hier rumpaufen und hier oben sind, wie gesagt, weitere Zerglinge, aber keine Chance hier, kommen nicht unbedingt in die Mainbase rein. Da hat hier einen guten Warlauf hier hingelegt, kann hier gut das Ding voll machen. Baut das CC into OC aus, also er dabei, schickt nochmal seine Barracks rüber, geht dann hier auf einfach mal 2 Factories parallel und schickt hier unten die Barracks hin. Also er will es hier wirklich nochmal sehr offensiv auf jeden Fall die Basis nehmen. Und die Linge können es nicht blocken, aber kriegen einen Run by und Nurture hat nichts gesehen. Er hat keine Ahnung von der Sache jetzt hier. Hier oben kam, wie gesagt, jetzt hier auch die Barracks, ist bereits im roten Bereich, brennt runter. Also Nurture weiß nichts von den Double Factories. Wahnsinnsspiel gerade hier von beiden Spielern. Dritte Base von Nurture jetzt endlich genommen, also er ist dabei, baut doch jetzt wieder den Roach Spawn, also bisher ganz klassisch von ihm gespielt, baut denselbe Build auch, die er bisher die letzten beiden Matches gespielt hat. Und jetzt können wir mal gucken, ja, Army Supply ist zwar Tier of Horn, aber Worker Supply. Also jetzt wird's hässlich. Wir haben gesagt 44-27 und da sieht man schon, wie hässlich es langsam wird jetzt hier für TLO. Er muss jetzt wirklich langsam aufholen. Haynes auf dem Weg, Concussor Shards und Stimpak. Also er nutzt jetzt hier einfach mal die einzelnen Factories, um hier raus zu pushen, was geht. Und gerade jetzt ist Nurture auf jeden Fall im Vorteil, würde ich sagen. Also er hat jetzt hier perfekt den Push abgewehrt. Kann jetzt langsam aber sicher sich jetzt hier auf der Karte etablieren. Hat Linge gebaut, baut weiteren jetzt hier, hat viele Drones gesetzt, hat auf jeden Fall 2 Basen komplett versorgt. Hier ist dabei auch gleich von 4 Gas abzubauen. Zergling Speed ist ready. 6 Roaches und 8 Linge in Auftrag. Und da kommt jetzt hier so ein bisschen Geplänkel von TLO an, aber es kann auf jeden Fall abwehren. Die Linge dabei jetzt hier quer rüberzulaufen und dann hier versuchen, noch viel Schaden in der Mineral Line anzurichten von der Natural Expansion. Das ist auf jeden Fall eine gute Wahl von ihm. Und da sind die Roaches hier dabei. Spinecrawler auch in guter Position. Jetzt kommt noch der Tech 2 jetzt hier in Auftrag. Da wird Deutsche sicher gleich jetzt hier auch noch auf den Roach Speed gehen. Macht er auf jeden Fall sehr viel Gas gerade übrig. Kann er ohne Frage jetzt machen. Bin ich gespannt. Da kommen die Hayens an. Haben wir so ein bisschen rauszugucken, aber bisher keine Chance für ihn. Die Linge in der Mainmess drinne, meine Fresse, mal viel Schaden ist hier in der Ecolade angerichtet, aber da kann natürlich hier gut gegen agieren. Die Marodeure und die einzelnen Haynes machen ja gut Schaden. Hier vorne bleiben Nummer 2 Infanteristen stehen, aber nichts dergleichen am Start. Spinecrawler zieht um, wir haben den Road Speed endlich gesehen, jetzt hier im Auftrag. Das heißt, langsam aber sicher wird Nurture jetzt davonziehen. Army Supply, wie gesagt, ist immer noch hier vorne, aber jetzt kam der Ausgleich. Jetzt kam der Ausgleich, Nurture überflügelt ihn gerade in diesem Augenblick. Wir haben jetzt einfach mal Evo Chamber und Infestation Pit. Also hier, da die Evo, beide auf jeden Fall dabei. Und Hellions gegen Roaches, ich verrate es, TLO ist keine gute Einheit, das wird dir nicht gefallen. Die Roaches werden da einen kurzen Prozess mit den Einheiten machen. Starport ist auf dem Weg und sogar ist die dritte Basis. Also TLO weiß genau, er ist hinten dran, muss versuchen, sich jetzt hier auf jeden Fall rauszuziehen. Und da sammeln sich die Einheiten nochmal jetzt hier für eine große Schlacht. Und Nurture baut gerade nochmal so krass Minerals, Mediatek Level 1 im Auftrag. Und sogar Pathogen Glance wird hier gerade hier gebaut. Also er ist gut dabei jetzt hier. Und wird auf jeden Fall versuchen, weiterhin jetzt hier den Gegner unter Druck zu setzen. Aber TLO ist auf dem Weg. Nurture kommt an. Da ist der Warlock da. Und da kommt er nicht in die Mineral Line rein. Und das ist der Punkt. Da ist der Warlock richtig gut ist hier gewesen. Oh, die Roaches. Jetzt wird übel. Die Linge sind da. Roach Speed setzt in diesem Augenblick ein. Und jetzt haben sie den Go. Jetzt können die schneller loslaufen. Jetzt können sie auch gegen die Marines agieren. Und gegen die Marodeure. Slow Upgrade ist zwar da, aber kein Stim. Und der Stim ist das Problem. Ohne Stim sind die Marines und Marodeure so langsam. Keine Chance für sie. Jetzt kommt hier der Gegenschlag. Der Marine geht down. Und die Roaches machen direkt das, was sie machen. Am besten können sie machen den Go auf die gegnerische Basis. Und das Stim Upgrade ist hier und läuft gerade durch. Wir haben knappe 2 Drittel jetzt und da sind die Roaches am Start und da, sie werden sehen, dass hier irgendwas am Laufen ist. Da ist das einzelne Upgrade. Oh, da sehen sie es. Da wissen die, was kommt wahrscheinlich. Da weiß Nurture Bescheid, was er machen soll. Er geht hier nochmal auf das Command Center, geht direkt drauf, versucht jetzt hier großen Schaden anzunehmen. Schafft auch jetzt hier einen guten Surround. Das Gebäude brennt nicht. Er schafft es nicht, aber die Linke kommen rein und der merkt hier, oh, GG, keine Chance für ihn. Da hat er auf jeden Fall keine
wirkliche Chance mehr gegen diesen riesigen Zergball, der gerade jetzt die Goldechse genommen hatte, also keine Chance. Hivetech und Spire war dabei, also Nerdchir spielt den Zerg gerade perfekt runter. Dementsprechend 2-1 und wir gehen im Match Nummer 4.